Das heißt, wenn wir anfangen, mal nur naturwissenschaftlich uns mit den Dingen auseinanderzusetzen und haben kein Interesse, haben also nicht eine eigene Ölquelle oder vielleicht auch ein eigenes Atomkraftwerk oder irgend sowas, wenn wir uns nur von der echten, nackten Wissenschaft her an die Sachen heranwagen würden und den Mut hätten, uns unseres eigenen Verstandes mal zu bedienen, wie Kant das ja als eine der Größen der, ja, der mitteleuropäischen Philosophie gefordert hat. Das ist das Prinzip der Aufklärung. Wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Botschaft müssen wir einmal befolgen. Und dann stürzen Imperien an Lügenbaronien zusammen, sage ich mal. Und das ist so ungefähr meine Zielrichtung. Ich weiß auch nicht alles. Kein Mensch kann alles wissen. Und morgen kann ein neuer Gedanke wieder alles umstürzen. Aber wenn wir uns nur auf Werbebotschaften und von das, was die gute Regierung für uns ausgedacht hat, verlassen, da werden wir bestimmt es nicht schaffen, für meine Kunden die besten Hütten hinzustellen. Das möchte ich mal so sagen. Auch hier schränke ich ein, es gibt bestimmt Situationen. Ich denke mal an den amerikanischen Farmer, der sein Wasser aus dem Boden holen muss und hat da ein Windrad und es pumpt ihm da sein Wasser, finde ich okay. Oder die solitäre Station, die mit Photovoltaik den Strom für den Notruf an der Autobahn dann generiert. Und ich spare mir 5 Kilometer Kabelverlegung. Und er hat eine Batterie und durch die Solarenergie funktioniert der Notruf. Aber als Grund- oder Zusatzversorgung für unsere Gesellschaft mit dem Energieverbrauch, an den wir uns nicht nur gewöhnt haben, sondern der ja lebensnotwendig ist, ist das keine Lösung. Da können wir gleich anfangen, mit Kameldung zu heizen und den zu importieren. Das ist für mich auf demselben Niveau. Wenn wir sehen, wie viel zigtausende deutsche Tiere schon in mit Photovoltaik bestückten Ställen umgekommen sind, durch die Mangelhaftigkeit dieser Technik, die neigen nämlich zur Selbstentzündung, ist auch nicht so bekannt. Wenn wir sehen, wie viel Energie gebraucht wird, um ein Windrad zu produzieren, das ist ja sehr stark stahlbetont, ja, das kann im ganzen Leben kann das die Energie nicht mehr zurückbringen, die dann komplett in das Leben eines Windrads hineinbuxiert wird. Wenn wir diese Industrien zwingen würden, aus selbst produzierten Strom sich zu generieren, da wäre sofort aus. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist also ein typischer planwirtschaftlicher Prozess, wo über Subvention und Zwang eine Veränderung am Markt herbeigerufen wird, zum Nachteil der Masse und zum Vorteil von ein paar Abzockern. Ja. Und diese Technik, die hat keine Vorteile. Die bringt weder sichere Energie, ja, in der Nacht scheint keine Sonne, und der Wind, der weht, wie er will, aber nicht so, wie der Verbraucher das braucht. Ja, und dann Windstille und Nacht, dann ist es aus. Ja, und wenn Sie sehen, wie viel Liter Öl Sie reinstopfen, ich glaube, das ist 1 Liter Rohöl, brauchen Sie, um 0,6 Kubikmeter oder Liter-Äquivalent Biogas zu erzeugen. Also auch das ist eine reine Minusbilanz. Und mit diesem Wahnsinn wird hier die ganze Landschaft verändert, werden die Bauern in den Wahnsinn getrieben, in riesige Verschuldungen auch. Ab und zu explodiert so eine Biogasanlage. Also es ist eine reine typische Wahnvorstellung einer Planwirtschaft und führt zu keiner Lösung irgendwelcher Energieprobleme. Ja, wo dann Raps und Lebensmittel letztlich dann verstromt werden, ja, oder in Gas verwandelt und dann als Gasversorgung muss dann angereichert werden mit Naturgas, weil es ja die Qualität gar nicht bringt, dieser ganze Plunder. Und stellen Sie sich mal vor, wie der Bauer, wie oft er mit dem Traktor über sein Rapsfeld gehen muss, bis der dann sein Biogas gefüllt hat. Das geht nur durch Subvention und das ist schrecklich. Entscheidend bei der Energiefrage ist, es sind 2 Sachen, die Verfügbarkeit und die Energiedichte. Das bedeutet, wenn ich 1 Kilogramm Uran nehme, um jetzt mal gleich mit dem
provokativsten anzufangen, da kriege ich da so viel Energie raus, ich weiß nicht, wie 80.000 Tonnen Öl. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber in etwa so ist der Maßstab. Das muss man sich mal vorstellen, 1 Kilo und 80.000 Tonnen. Und die Dimension, die nun eine in Anführungszeichen erneuerbare Energie, egal welche, bringt, die ist so absurd daneben, was man von einer Energieversorgung eigentlich erwartet in einem Industriestaat, wie wir sind. Das ist einfach für mich eine Hirnkrankheit, muss ich so sagen. Warum macht man das? Die Atomlobby versucht, das Öl möglichst madig zu machen. Ist ja ganz klar, ist die Konkurrenz. Die Atomenergie ist an und für sich eine super preisgünstige Energie. Die Abfälle können, ich sag mit wenig Aufwand durch Transmutation, in vollkommen schadlose Stoffe verwandelt werden, wird alles nicht gemacht, weil das kostet ein bisschen mehr Geld. Ja, also überhaupt kein Problem, das Müllproblem, kann man einfach durch Umwandlung sogar noch Energie rausziehen, kann man das bis zu vollkommen unschädlichen Stoffen verändern. Das ist eben auch die Kunst der Atomtechnologie. Ich habe ja selbst ein naturwissenschaftliches Gymnasium besucht und habe auch Atomphysik gehabt und habe in Physik Abitur. Also das hat mich natürlich auch dann interessiert und diese Transmutationstechnik ist sozusagen die Lösung. Niemand weiß aber in Deutschland was davon. Also das ist ein ganz abseitiges Thema. Ja, aber Atommüll ungelöst und so wird argumentiert. Aber die Atomindustrie hat das Problem, dass eben eine Atomangst von der Gegenseite erzeugt wird und aber auch sich selbst von selbst aufdrängt. Wer gesehen hat, wie die Atombomben geplatzt sind über den Japanern, der hat eine Urangst sozusagen in sich. Und das ist ganz klar, dieser GAU und all diese Dinge, die bringen eine riesige Angst. Und diese Angst wird natürlich professionell auch von den Mitwettbewerbern ausgebeutet. Und dagegen arbeitet nun die Atomindustrie mit dem CO2-Fake. Das heißt, die hat sich überlegt, wie können wir die Mitwettbewerber zurückdrängen. Also der wesentliche Unterschied, der zwischen Atomenergie und ja, fossilen Energien in Anführungszeichen besteht, ist, dass die fossilen Energien angeblich so endlich sind und CO2 bei der Verbrennung ausstoßen. Jetzt wird schlauerweise behauptet, CO2 wäre ein Problem. Damit ist aber jeder Mensch ein Problem, denn was ich ausatme hier, ich weiß nicht, wie viele Tonnen CO2 das jetzt schon waren. Und CO2 ist ein Pflanzennährstoff, hat keinerlei Giftigkeitscharakter, es sei denn, man ertrinkt in einem CO2-See, weil CO2 ist wesentlich schwerer als Luft und jeder, der mit Gärkellern oder mit Gärsilos zu tun hat, der weiß von dieser Gefahr, dass man in CO2 das unsichtbar und unriechbar notfalls ertrinken kann. Und jetzt hat die Atomlobby mit ihren verbündeten Meteorologen sich ausgedacht, CO2 schafft es, das Klima zu verändern. Das heißt, und zwar ausgerechnet das vom Menschen ausgestoßene CO2, das bei der Verbrennung eben entsteht, das soll nun in der Lage sein, die Klimaveränderung herbeizuführen. Ein totaler Wahnsinn, weil wenn man auch nur die einfachsten physikalischen Tatbestände überprüft, zum Beispiel wie viel CO2 gibt es überhaupt in der Luft, dann haben wir 0,038%. Das ist so wenig spürbar, das sind praktisch drei Partikel auf 10.000 Luftmoleküle. Dann ist es also fast nicht vorhanden. Und wenn wir die Frage stellen, wie viel von diesen 0,038% ist vom Menschen, dann kann man nur beim Umweltbundesamt mal nachlesen, da ist es 1,2% von diesen 0,038. Das ist schon eine überhaupt nicht mehr vorstellbare minimale Menge. Und die soll nun den Globus erwärmen. Ja. Und jetzt kommt noch, dass man behauptet, dieses CO2 bildet da oben einen Schirm, an dem sich die von der Erde abgestrahlte Wärmestrahlung sozusagen bricht und reflektiert wird und reemittiert und hier unten die Wärme bringt. Ein totaler Wahnsinn aus zwei Gründen. Erstens mal ist CO2 so schwer, dass da oben in diesen angeblich 6 Kilometer Höhe überhaupt kein CO2 existiert. Nicht nur, dass es sowieso wenig ist, sondern da haben wir nichts. Ich kenne keine Messung, dass da oben einer mal ein CO2 gemessen hätte. Das wird einfach so hypothetisch angenommen, weil es halt ein Luftbestandteil ist. Aber jeder weiß, CO2 liegt unten mit seinem Molgewicht 44, Luft hat 29. Das hat da oben nichts zu suchen.
ist das eine. Das andere ist, wenn wir fragen, wie kalt ist es da oben, haben wir doch vorhin gehört. Das hat hier minus 70 Grad da oben. Und jetzt behaupten die, dass eine minus 70 Grad kalte Schicht die Erde erwärmen könnte. Als ob ein kalter Heizkörper mir den Raum erwärmt. Ich sage, das ist so absurd. Es ist also, es widerspricht jeder Physik. Problem ist, kein Mensch kennt sich da aus. Sodass uns die Politik und die mit ihnen verbündeten Wissenschaftler, die können uns die allerdümmsten Märchen hier als Wahrheit verkaufen, mit Hilfe der Bildzeitung, sage ich mal, und anderen, auch fast allen anderen Medien. Und so sage ich mal, wenn wir jetzt zurückkommen auf das Energiethema, weder die Schädlichkeit der fossilen Energie ist gegeben, noch die Schädlichkeit der Atomabfälle. Die Gefahr eines Atomgaus konnten wir jetzt mal sehen in Fukushima. Wenn ich Sie frage, wie viele Menschen sind da umgekommen, dann ist es eine runde Null. Ja, es ist eine runde Null. Niemand ist da umgekommen. Und wenn Sie sehen, welche Anforderungen ein Radonstollen haben muss, um als Heilstollen für kranke Menschen anerkannt zu werden, da ist eine solche Menge an radioaktiver Strahlung, das kriegen Sie im ganzen Leben nicht mit, als natürliche radioaktive Strahlung. Das heißt, hier wird ein Popanz rund um den Begriff Strahlung aufgebaut, der auch wiederum jeder Beschreibung spottet.